la pluie. Allez-y, allez-y, mais pas le football, petit con, bouillon, fils de pute. Oh, mais d'abord, il reste qu'une tour là aussi. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Wir übertragen live aus dem Gasbreder Freizeitstadion das Endspiel um die goldene Grillzange. Und Anpfiff. Gelungener Kopfball von Spürmeier, solider Pass weit nach vorn gespielt zum halblinken Paule Pilz. Grenzlige Situation im Strafraum der Chemokloaken. Die Abwehr gerät ins Wanken. Junge Mäh, Obacht, meine Zwerge. Aber Zwergenthaler lenkt den Ball ins Rettende aus. Das bedeutet Eckball für den TuS Isomer. Gärtner tritt. Er flankt das Leder gekopft nach innen. Da steht Willi Meier, der sich gerade fragt, ob er die richtige Aufstellung gewählt hat. Voll verscherzt. Aber Ilse, wo sind eigentlich meine Golfausrüstung? Gut gesehen vom Kugelfischer. Der brasilianische Abwehr-Exot Papagallo muss kräftig federn lassen. Das Ei ist im Kasten. Und liebe Zuschauer, ich frage Sie, war dieses Ei haltbar? Und wenn ja, wie lange? 1:0 für die Chemokloaken. Klotzner protestiert. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Kugelfischer. 360er Luftgrätsche. Er schnippelt das Leder in den linken Flügel, wo die gefürchtete Viererkette des FC Chemoklo lauert. Eindrucksvoller Kopfball-Einsatz von Schiebeknecht. Da löst sich Fekalfix, die Geheimwaffe des FC Chemoklo, aus dem Mittelfeld. Was ist mit dem Soljanko? Foul gegen Löffler. Blick noch. Ich muss noch kurz abschmecken. Er fault zurück. Er schraubt dem Mittelschirmer die Schädeldecke ab und rührt den armen Mann im Gehirn rum. Absolut unsportlich ist das. Riechen tut's wieder Häme. Bitte, der Schiedsrichter gibt 11 Meter. Klare Entscheidung. Löffler lässt seinen Unmut freien Lauf. Und rot! Rote Karte! Ewald, jetzt reicht's! Es war meine Summe, Idioten! Am Elfmeterpunkt macht sich Fleischhammer bereit. Und liebe Zuschauer, wo der hintritt, wächst kein Gras mehr. Fleischhammer schießt! Verpiss du mal! Fleischhammer drischt das Leder durch das Tor durch! Libero, Feldspieler, sogar den Schiri hat das mit durchgehauen. 2:0 für den FC Chemoklo. Kapitän Klotzner faltet sein Libero zusammen. Aber das Wresselfieber erlicht dem Sportsgeist. Kalle Klotzner ist bereit zum Gegenschlag. Ich brauch Ruhe beim Scheißen! Arschklare Linie. Gut gemeinte Kinnabwehr von Heringsklopper. Selbst so ein alter Hase wie Jürgen Brülz wird verschaukelt. Korf wird getunnelt. Machtlos gegen Klotzners Feuersturm. Kopfballversuch von Tischner, Gefahr im 16-Meter-Raum. Aber da steht noch Max Mull, der frisch eingekaufte Vorstopper von Hansaplatz Krückstock. Brillante Nasenabwehr vom ehemaligen Verbandsligisten. Nee, Pfosten. Da lauern die glorreichen Haudegen des TuS Isomatte. Der Stoff kommt gut, ey. Kopfball des gefürchteten Stürmerduos. Meine Zwerge. Die labile Zwergenabwehr der Chemokloaken zerbröselt. Sauber zu eins. Tschüss, Digga. Ein durchaus verdienter Anschlusstreffer. Unverschämtheit, bei dieser Rüppelei konnte ich keine Zwerge umholen. Hey, der Stoff kommt gut, ey. Nope. Da, ihr Saupreißen. Anstoß Schüssler. Mit kapitaler Finesse bringt er das Leder in Schwung. Präziser Pass rüber zu Tante Kedi. Kinder, Kaffee und Kuchen. Bis gestern noch wegen Völlerei gesperrt. Sonnenmäßiger Fallrückzieher. Schrecksekunde für Jacques Latrine. Und abgewehrt. Aber immer noch dicke Luft im Strafraum der Isomatten. Spürmeier im Duell mit Seifner. Spürmeier will klären. Nein! Böses Foul gegen Seifner. Jetzt drischt Spürmeier auch noch auf den ausgelaufenen Seifner ein. Und was macht der Schiedsrichter? Er sieht es nicht. Er sieht es nicht. Das muss doch ein Elfmeter sein. Aber Bouillon lässt weiterspielen. Brodnik bolzt das Leder zu Meier. Hey, du Scheißkopf! Der Bouillon gerade die Augen öffnet. Kopfball Meier weit, weit nach vorn gespielt. Hey, Yoga.
Was ist mit Essen? Ich brauch was im Magen. Und abseits. Oh, wir schon nicht zusammenklappen. Das bedeutet Freischuss für den ersten FC Chemoklo. Riesenhuber wird ihn ausführen. Er legt sich den Ball zurecht, aber der Unparteiische hat mal wieder alles anders gesehen. Freistoß für die Isomatten. Absolute Fehlentscheidung. Die Abwehr sollte sich lieber warm anziehen. Die Deckung ist völlig entblößt. Bodo Spanner ist bereit zum Freistoß. Riesenhuber protestiert lautstark gegen Bouillons Entscheidung. Christian Ziege rennt die Zeit davon. Schuss, Ziege und Latte. Voll an die Latte vom Bodo Spanner. Spanners verzweifelter Versuch, sich die Lanze gegen die Offensive zu brechen, scheitert am Abwehrbollwerk des FC. Und da steht Franz Zeckenbauer, völlig frei mit Schaum vor Mund. Zeckenbauer schießt. Abgewehrt. Kick mal, der Zwerglein hat ihn hier geklebt gekriegt. Glanzparade vom Gallensieder. Dramatische Schlussminuten. Die Chemokloaken verteidigen ihren dünnen Vorsprung bis aufs Messer. In der Not tut's auf die Gabel. Mein Grill, du knack, wo er ist. Doch da glimmt noch ein Funken Hoffnung auf den Ausgleich. Propanflöte! Brandner durchbricht die Abwehr. Gallensieder weit raus aus seinem Kasten. Und Gallensieder hält, oder? Nee. Tor! Mitsamt Wart. Schönes Ding hier. Unhaltbar, dieser Granatenschuss vom Brandner. Gallen Sie da raus mit einem Affenzorn auf die Reservebank zu. Ja, wollen die denn noch mal wechseln? Scheint mir aussichtslos. Ich sehe doch nur noch Flaschen. Und da ist auch schon der Schlussknall. Bombenstimmung hier im Gaspreder Freizeitstadion. Und liebe Zuschauer, auch ich glaube sagen zu dürfen, dass diese einzigartige Begegnung ein flammendes Inferno in den Herzen aller Sportsgeister entfachen wird. Das wär's für heute aus Werners Sportstudio. Tschüss, bis denn denn. Well done, Lord Extra. I think it's tea time, isn't it, Earl Grey?